Wie kannst du das Volumen von einem Dreieck berechnen? Oder anders gefragt, hat ein Dreieck ein Volumen? Falls nein, warum sprechen manche Leute von einem Volumen? Genau das zeige ich dir in diesem Video mit einem Beispiel. So, fangen wir mal an. Also das hier ist ein Dreieck. Und ein Dreieck hat, das kann ich dir schon gleich mal sagen, kein Volumen. Warum? Also V ist gleich 0, das Volumen ist 0, denn ein Dreieck ist ein ebenes Gebilde. Also das hier ist ein Dreieck und ein Dreieck hat keine Tiefe. Und etwas, das keine Tiefe hat, hat auch kein Volumen. Es hat eine Fläche. Also es gibt bei einem Dreieck eine Fläche, allerdings kein Volumen. Warum sprechen jetzt manche Leute trotzdem von einem Volumen bei einem Dreieck? Nun, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen jetzt dieses Dreieck und bauen noch eine Tiefe dran. Also. Das Ganze hätte jetzt noch eine Tiefe. Und wenn das Dreieck eine Tiefe noch hat, ja, dann hat das Ganze ein Volumen. Wie rechnet man das aus? Nun, ich nehme mal eine andere Farbe. Zunächst mal brauchen wir die Höhe von dem Dreieck. Das ist die Höhe, nennen wir sie h. Dann brauchen wir Seitenlängen. So, die Seite nenne ich mal C. Nee, Quatsch, nehmen wir mal A, die Seite mal B und die hier unten mal C. Und das Volumen, also das Ganze ist jetzt kein Dreieck mehr. Also wir haben hier vorne ein Dreieck plus halt noch eine Tiefe, ne? Um das gleich mal zu sagen. So, wie ist jetzt das Volumen? Das Volumen ist C hier unten mal der Höhe H durch 2. Das ist allgemein die Fläche von einem Dreieck. Und jetzt brauchen wir noch eine Tiefe. Tiefe. Stellen Sie jetzt mal einfach mal T. Und das heißt noch mal T. Beispiel. Sagen wir unten, C sei 10 cm. Die Höhe H 6 cm. Die Tiefe 2 cm. So, und das Ganze jetzt durch 2. So. 10 mal 6 ist 60. Mal 2 ist 120. Durch 2 ist wieder 60. Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter ist Zentimeter hoch 3. Also dieses Dreieck, bei dem wir noch eine Tiefe dazu gebaut haben, hat ein Volumen von 60 Kubikzentimeter. Falls du noch mehr über das Dreieck lernen möchtest, dann schau doch gerne mal hier in die Endcard rein. Dort werde ich dir weitere passende Videos verlinken. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo auf diesem Kanal dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.